Sie sind hier, 19. November 2018, 9.39 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten. Arsene Wenger fürchtet um die Zukunft der Fußballtrainer. Laut dem Ex-Arsenal-Coach werden Coaches durch Maschinen ersetzt und Wechsel per Twitter ausgeführt. Trainerlegende Arsene Wenger fürchtet um die Zukunft des Fußballs. Der ehemalige Arsenal-Coach glaubt, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis Entscheidungen über Auswechslungen anhand von Twitter-Umfragen getroffen werden. Außerdem äußerte Wenger im Interview mit Bein Sports die Befürchtung, Roboter könnten Fußballtrainer ersetzen, es wird passieren. Ich persönlich würde das nicht akzeptieren. Ich bin von der alten Schule. Aber wir gehen in diese Richtung, sagte der 69-Jährige. In seiner Vorstellung werden Trainer in Zukunft weniger zu sagen haben und stattdessen Fans über die Social-Media-Kanäle mehr in Entscheidungen mit einbezogen. Wenger, Roboter werden Trainer, die Macht von Social Media sei immens. Am schlimmsten ist, dass nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit das Extremste ist. Es ist wie bei dem Problem mit der Demokratie. Es ist eine Diktatur der Minderheiten, sagte Wenger. Er habe als Trainer jedoch seine eigenen Augen benutzt und wolle das auch weiterhin machen. Zudem glaubt der Franzose, dass Trainer in Zukunft ersetzt werden könnten. In 20 Jahren wird dir ein Roboter gegenüber sitzen. Wenger wartet aktuell auf ein neues Trainerengagement. In diesem Zusammenhang wurde auch der FC Bayern bereits als mögliche Anlaufstation genannt. Doch egal wohin es Wenger verschlägt, er will die volle Kontrolle über alle Fußballangelegenheiten haben. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr